Hallo Leute, willkommen zurück zu einem weiteren Part von Pokémon Showdown. Wir spielen heute im Underused-Tier, denn es gibt einen besonderen Grund wegen den Tierschifts. Ihr wisst schon, bei den Tierschifts, je öfter ein Pokémon benutzt wird, desto höher kommt es in den Tiers oder es wird herabgestuft in den Tiers. Und dieses Mal sind Alola, Knogger und Muramura vom Overused ins Underused-Tier gedroppt. Ich weiß nicht, wie lange, vielleicht nicht lange, das will ich gleich sehen. Und da habe ich mir gedacht, wir machen ein Team bestehend aus Muramura und Alola Knogger. Die beiden Pokémon passen wirklich sehr gut in ein Bizarro-Raum-Team und dachte ich mir, wir probieren die beiden Pokémon in einem Bizarro-Raum-Team. Und jetzt stelle ich euch mal dieses Team vor. So, wir spielen hier Muramura mit dem Rocky MC natürlich, um eine Z-Steinkante abzufeuern, die natürlich sehr viel Schaden macht. Dazu kann es Bizarro-Raum, was überraschenderweise Muramura erlernen kann, denn es ist ein Stahl-Gesteins-Pokémon und normalerweise können solche Pokémon nicht Bizarro-Raum. Aber ich finde es cool und deshalb spielen wir Bizarro-Raum auf diesem Pokémon. Dazu kann es noch Gyroball. Gyroball ist... Also, Muramura hat den stärksten Gyroball im gesamten Spiel, was auch noch wirklich cool ist. Und abrunden tun wir es noch mit Erdbeben. Erdbeben trifft die Stahl-Pokémon zum Beispiel, die Feuer-Pokémon, die wir mit Gyroball oder Stonehenge nicht sehr tief treffen können zum Beispiel. So, kommen wir zum nächsten Pokémon, Alola Knogger. Alola Knogger ist auch vom OVO ins Yu-Gi-Oh! Gedroppt und da spielen wir es natürlich mit den Kampfknochen. Das Item natürlich, das heißt, der Angriff wird verdoppelt, dann hat es über 560 Angriff und das ist schon wirklich bedrohlich. Mit den Attacken Flammenblitz natürlich, Schwertanz, Shadowbone und Erdbeben. Es hat die Fähigkeit Rocket, das heißt, alle Rückstoßattacken wie Flammenblitz zum Beispiel, durch diese Fähigkeit bekommen wir kein Recoil Damage und das ist wirklich sehr gut. So können wir im Bizarro-Raum wirklich sehr gut mit Alola Knogger sweepen. Und natürlich alles in KP und in Angriff. Null Init TV, das muss man schauen. Das haben wir auch bei Muramura zum Beispiel, bei jedem anderen Pokémon auch. So, kommen wir zum nächsten Pokémon. Uxie oder, best gesagt auf Deutsch, selbe. Wir spielen es als Lead im Trick Room und wir spielen es mit der Anti-Kohl, also mit der Anti-Unlichtbeere, denn in diesem Tier gibt es Alola Mack, also Alola Slymog. Und dieses Pokémon ist schon etwas nervig gegen unser Team und da dachte ich mir, wir spielen die Anti-Unlichtbeere mit den Attacken Trick Room natürlich, um den Bizarro-Raum aufzusetzen, die Tarnsterne. Natürlich, und Memento Mori ist auch wirklich sehr gut und Magic Code für den Fall, wenn der Gegner mit einem Lead leadet, dass die Tarnsterne zum Beispiel rausholen wird. Also, wir werden mit Selfie so starten. Wir werden mit ihm beginnen, die Tarnsterne rausholen, dann gehen wir auf Trick Room und dann auf Memento Mori. So wird wahrscheinlich fast jeder Kampf aussehen. So, kommen wir zum nächsten Pokémon. Wieder einen Bizarro-Raum Pokémon. Normalerweise würde man hier Cresselia spielen, aber im Yu-Gi-Oh!-Tier wird so oft Mega Beedrill gespammt und wir haben kein Beedrill-Account und daher musste ich mir was anderes überlegen und da passt Fangrass wirklich sehr gut dazu. Wir spielen das natürlich mit Spukball, mit der Kraftreserve-Kampf zum Beispiel für Muramura, für die Stahl-Pokémon zum Beispiel, eignet sich wirklich sehr gut. Trick Room natürlich, um den Bizarro-Raum rauszuholen und natürlich Nasty Blood. So können wir unseren Spezialangriff steigern. Alles in KP und Spezialangriff. Es soll ein Sweeper sein, der aber eher den Trick Room rausholen soll. Und wir spielen es mit den Überresten. Normalerweise würden wir es mal mit dem Shadium C spielen oder wie Shadium oder Gold, mit dem Ghost MC würde man das normalerweise spielen, aber wir spielen schon das Z-Item auf Muramura und deshalb musste ich mir was anderes überlegen und ich dachte mir, ja, Überreste wäre eigentlich sehr gut. So, kommen wir zum nächsten Pokémon, Primarina. Warum Primarina? Normalerweise ist das so ein Pokémon, das man im Bizarro-Raum nicht spielt.
Für diesen Slot würde man solche Pokémon wie Azur, Meryl oder Crawdon eher auslegen. Aber wenn wir uns die Pokémon hier im Yu-Gi-Oh! Ansehen, da ist Primarina wirklich sehr gut als Trick Room Speed, auch da ist nicht so viel Speed, hat nur Base Speed 60. Das ist wirklich sehr gut. Zum Beispiel, wenn wir jetzt Azumarill genommen hätten, wäre eigentlich nicht so gut gegen Marmolida, könnten wir nichts ausrichten, zum Beispiel Hutsasa, und da ist Primarina besser. Es ist auch speziell, also passt es eigentlich. Wir spielen jetzt mit der Mondgewalt, Surfer, Ice Beam und Energy Ball. 4 Attacken, die sehr viele Pokémon sehr tief treffen. Und mit dem Wahlglas, um so viel Schaden rauszuholen, wie wir nur können. So kommen wir zum nächsten Pokémon, das Mega unserer Wahl. Wir spielen hier Kamerupt in der Megaform. Im Bizarro-Raum ist es auch noch wirklich sehr gut, denn 45 Speed. Im Bizarro-Raum wird es wahrscheinlich von keinem Pokémon outgespeedet, außer von Brio natürlich. Und es hat ja auch noch die schöne Fähigkeit Rohe Gewalt oder Sheer Force auf Englisch. Das Attacken, die einen Zusatzeffekt wie Feuersturm, Anziehkraft oder Erdkräfte haben, die werden um 30% gesteigert. Dafür wird der Sekundäreffekt negiert. Und das passt wirklich zu den 3 Attacken, die ich schon aufgezählt habe. Und dann spielen wir zum Abrunden noch die Kraftreserve Eis, zum Beispiel für Altaria. Ja, Leute, das war's zur Team Review. Suchen wir uns einen Gegner, würde ich einmal sagen. So, und wir haben einen Gegner. Er hat ein LOL Ambidiffle, okay. Er hat ein Aerodactyl, wahrscheinlich ein Mega Aerodactyl, ein Ambidiffle, Sepiroyal, Magneton, Hippolon und Togekiss. Es wird einfach jetzt zum Fun Ampibomb, also Ambidiffle im Yu-Gi-Oh! Gespammt, einfach zum Spaß. Finde ich schon ein wenig komisch, aber nun gut. So. Er wird mit Ambidiffle oder mit Hypoteros leaden. Und wir werden mit Uxie normalerweise leaden und er fängt mit diesem Pokémon an. Okay, wir gehen auf die Tarnsterne, er geht auf Fake Out. Okay, und er geht jetzt wahrscheinlich auf Knockoff, kann ich mir vorstellen. Gangschutz, er hat Primarina maybe predicted, egal. So, wir gehen jetzt auf Trick Room und er wird jetzt wahrscheinlich auf Abschlag oder auf Kehrtwende gehen, wahrscheinlich. Und wir gehen natürlich auf Trick Room und in der nächsten Runde gehen wir auf Memento Mori und dann können wir ein Pokémon safe reinwechseln und so kann dieses Pokémon ein paar Kills abstauben, was uns definitiv helfen wird. Und ja, der Gegner überlegt eigentlich schon lange, er müsste eigentlich wissen, was er mit Amidiffle jetzt tut, Kehrtwende oder Abschlag. Einen von den beiden Attacken wird er jetzt drücken, das ist das einzige logisch, was er hier tun kann, oder er spielt auch noch Kehrschelle oder wie die Attacke für Amidiffle auf jeden Fall heißt, Dooslap heißt sie, oder er spielt auch Return, also Rückkehr auf diesen Pokémon, dass es uns dann so Schaden machen will, kann auch gut sein, aber okay, eine Minute ist schon vergangen, ja, keine Ahnung, auf jeden Fall. So, auf jeden Fall, Leute, wie gesagt, wir gehen auf Trick Room und dann auf Memento Mori und gehen dann in unser... So, welches von unseren 4 Trick Room User Sweepern ist am besten? Crit natürlich, wow. Wir gehen jetzt auf Memento Mori und so, in welches Pokémon wechseln wir jetzt? Ich würde mal sagen, in unserem Marowak, dann können wir auf Flare Blitz gehen und er verliert definitiv im Pokémon. Und ich denke, das wird auch sein, was wir jetzt tun werden. Er wird sich nicht in sein Aerodactyl jetzt safe Hard Switch oder in sein Hippodon, wenn es in sein Hypoteros Hard Switch, also jetzt, dann wird es trotzdem getushottet von Marowak, oder? So, wie viel macht Marowak? Sehr gut, Crit. Der meldet nicht. So, perfekt. So, er verliert jetzt sein Hippodon. Und so hat er seine beste Antwort gegen Starter Cutter. Gegen Muramura verloren. So, Togekiss. Wir sind schneller. Flare Blitz killt das Togekiss. Perfekt. So haben wir schon 2 Pokémon besiegt.
Aerodactyl, okay. So. Wir gehen jetzt in Kofagrius oder mal nachdenken. So, Marowak behalten wir uns auf jeden Fall. Wird das Pokémon sein, das in diesem Kampf sweepen wird am ersten? Wir werden Primarina jetzt sacken, denn wir brauchen es nicht mehr, denke ich. Und er geht auf Homeclose. Also ist es egal. Surfer. Okay, wir tanken leider keine Attacke. Kofagrius. Wir werden definitiv eine Attacke überleben. Und wir gehen Trick Room. Stone Age tanken wir natürlich. Shadow Ball. Und ja. Und Stone Age killt uns. Und wir können es einfach im Marowak wieder safe gehen. Wir gehen auf Shadowborn. Nein, wir gehen auf Flareblitz. Recht auch für Mega Aerodactyl. Und jetzt haben wir noch zwei weitere Trick Room Runden, wo wir ein Pokémon besiegen können. Amidiffle kann mit dem Fake Out nichts machen, da wir ja den Geisttypen haben. Und so, Crit Matter definitiv nicht. Und so, Sam Magneton geht jetzt down. Und der Gegner gibt auf. So, wir haben den ersten Kampf gewonnen und Leute, wir werden einfach gleich den nächsten suchen. Und lol, er spielt auch ein Trick Room Team. Ach ja, man könnte ja Porygon Smile als Trick Room User nehmen. Habe ich vollkommen vergessen. So, er spielt aber auch ein Trick Room Team und er hat vier gleiche Pokémon. So, er spielt auf jeden Fall Muramura, Porygon Smile, Alola Knogger, Primarina. Selbe und den Pedobär. Beware. Wie heißt dieser Pedobär auf Deutsch? Keine Ahnung. So. Wir werden mit Uxie natürlich leaden und. Oder wir werden mit Marowak leaden und wir predicten. Oder. Ja, wir werden mit Marowak leaden und wir predicten einfach mal, dass er jetzt in Selbe geht. Und dann sehen wir weiter. So. Ich predikte einfach mal, dass er jetzt in sein Selve geht. Ich hoffe, das passt auch so. Als Alola Knogger wird das wichtigste Pokémon wieder sein. Das kann ich mir gut vorstellen. Trifft das Beware mit Flare Blitz sehr effektiv wegen der Fähigkeit. Dann Selve Shadowbone. Dann noch das Muramura mit Erdbeam, also wird unser Alola Knogge wirklich sehr wichtig in diesem Kampf sein. Unser eigenes Muramura wird auch in diesem Kampf wichtig sein. Aber die Pokémon, die es ausmachen werden, wird wahrscheinlich. Also Confagrius kann in diesem Kampf auch etwas tun. Da bin ich mir eigentlich safe sicher. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Man könnte ja natürlich das Team, was ich habe, auch ändern. Man könnte statt Kofagrius Porygon 2 ins Team nehmen. Wäre vielleicht eine gute Idee. Aber ich denke, ein Geist-Pokémon passt in diesem Team eigentlich best. Okay, wir haben zwei Geist-Pokémon. No, egal. Auf jeden Fall denke ich, dass diesem Team Kofagrius besser als Porygon 2 reinpasst. Einfach wegen Bieber. So, und der Gegner überlegt eigentlich schon wirklich sehr lange. Ja. Überlegt er so lange oder hat er diesen Kampf vergessen? Ich werde cutten, um zu wissen, ob er diesen. Okay, egal. So, er fängt auch mit Alola Knogger an. Ich gehe auf Shadowbone. Und er wechselt in Porygon 2. Lol. Wir gehen auf Flamblitz. Ja, warum geht er in sein Porygon 2? Auf Foulblade. Lol. Foulblade habe ich vollkommen vergessen. Muss ich ehrlich sagen. So. Wir werden Marowak jetzt rauswechseln. So. Zu Primarina. Ich denke, das wird das Beste sein. Recover, okay. So, wir gehen jetzt auf Moonblast. Das ist die stärkste Attacke, die wir drücken können. Die macht auch definitiv guten Schaden. Oder gehen wir auf Surfer? Ja, wir gehen auf Surfer. Trifft jedes Pokémon neutral. Und wir machen mit Surfer guten Schaden. Aber nicht wirklich so guten Schaden. Er hat V-Blade. Wir gehen in Kofagrius. Und Kofagrius hat keinen guten
keinen guten Angriff. Wir boosten uns jetzt einmal mit Nasty Blots hoch. Er wird wahrscheinlich auf Foul Play gehen, also auf Schmarotzer auf Deutsch. Wird uns definitiv keinen Schaden machen und ja, 14% Schaden durch die Überreste, eigentlich gar nichts. So, wir gehen jetzt auf Trick Room. Wir sind dadurch schneller. Er geht in Beware und wir gehen jetzt einfach mal auf die Kraftreserve Kampf. Und er geht in Alola. Fuck, es ist um 1 schneller. Das habe ich vergessen. Okay, dann opfern wir Corphagrius. Oder auch nicht. Wir gehen auf Shadow Ball. Oder, egal. Recover, lol. Okay, wir boosten uns nochmal hoch. Das Blöde ist, er wird wahrscheinlich auf seinen Alola-Knocker 0 Init DVs haben und deshalb ist es trotzdem ein schneller, wenn der Trick Room nicht draußen ist. Wir werden eine Attacke definitiv tanken, perfekt. Und Kraftreservekampf wird es besiegen, oder? Jawohl, perfekt. Durch die Überreste heilen wir uns nochmal hoch, was auch sehr gut ist. Alola-Knocker, wir sind um 1 schneller, wenn der Trick Room nicht draußen ist. Das ist sehr gut und so können wir Alola-Knocker besiegen. Zum Glück hat es 0 Init-TVs und zum Glück ist der Trick Room auch nicht draußen. Also der Bizarro-Raum. So, Primarina. Wir sind langsamer. Wir gehen auf. So, mal überlegen, Trick Room oder Spukball. Die Frage ist auch, ob wir eine Taktik überleben. Aber was wäre besser, was wir dann drücken? Ich glaube Trick Room. Dann gehen wir auf Trick Room. Moonblast tanken wir leider nicht. Schade. So, wir gehen jetzt in unser eigenes Primarina oder nicht? Die Frage. So, mal überlegen. Die Frage ist auch, trägt es ein Walband? Das will ich eigentlich jetzt kalken, denn wenn es ein Walband trägt, dann... Also mal klasse, nicht kein Walband. Dann... Bitte, Internet, danke. Dann können wir in Muramura gehen. Juju. Ja, dieses Set. Und hier haben wir ein Prima, Rina, Juju Choice Specs. Eine Mondgewalt macht definitiv zu viel Schaden. Und wie viel würde es ohne Waldglas machen mit dem Mondgewalt? Das will ich auch wissen. Würde uns nicht killen. Also wissen wir, dass es das Walband trägt und können somit in Muramura wechseln. So. Wir werden jetzt einmal auf die Z-Steinkante gehen. Einfach um so einen starken, um eine sehr starke Z-Steinkante abzufeuern. Und sie macht gegen Yuxi, also gegen Selve, sehr guten Schaden. So, wir gehen jetzt auf Gyroball und er holt die Tarnschnur raus, wie ich es mir schon gedacht habe. Wir bekommen einen Plus Angriff durch den besten Boost natürlich, durch die Fähigkeit von Muramura. So. Starker Tacker. Wir gehen auf Erdbeben. Hoffentlich gewinnen wir das Speed-Teil. Superpower, er spielt Superpower statt Erdbeben, gut zu wissen. Wir gehen jetzt in starker Tacker oder nicht? Mal überlegen, in welches Pokémon gehen wir jetzt? Memento Morita. Wir gehen jetzt in Kamerupt und megen uns schon mal und gehen auf Earth Power. So. Und er geht in Primarina. Okay. So, die Frage ist, wenn er den Trick Room rausholt, haben wir verloren. Das weiß ich definitiv. Aber das darf nicht sein. So. Er wird auf Surfer gehen. Kann ich mir gut vorstellen. Und deshalb gehen wir in unser Primarina. Hydropumpe tanken wir sehr gut und wir gehen auf die schöne Mondgewalt. Ich denke, das wird das Beste sein, was wir hier tun können. Und ja, was wird der Gegner tun?
Er könnte es in Porygon 2 wechseln. Wenn er das tut, wechseln wir einfach in unser selber raus. Ich denke, das wird das Beste sein, was wir in diesem Fall tun können. Denn er wird dann wahrscheinlich den Trick Room aufsetzen. Und wenn wir auch Trick Room aufsetzen, heben wir somit den Bizarro-Raum auf, das uns helfen wird. So, wie viel Prozent hat noch das Porygon 2? Gut, so ein bisschen 100%. Somit muss unser Kamerup das Porygon 2 besiegen. Wahrscheinlich wird es so herauslaufen. Dagegen überlegt auch schon wieder lange uns. Ja, aber ich muss sagen, das ist wirklich ein sehr spannender Kampf. Wir kämpfen auch gegen ein Trick Room Team, was auch wieder sehr cool ist. Also, dieser Kampf, der ist wirklich sehr spannend. So. Er geht eine starke Attacke sogar. So. Die Frage ist, was tun wir? Gehen wir nochmal auf die schöne Mondgewalt. Wir sind schnell und können starke Attacke so mit guten Schaden zuzufügen. Ist das das, was wir machen oder nicht? Ich muss überlegen. Ja. Oder wir gehen jetzt auf Mondgewalt, starke Attacke überlebt es. Wir gehen in Uxi oder wir gehen in Kamerupt. Gehen dann auf Feuer, auf Erdkräfte. Und ja, ich hoffe, das wird das Richtige sein. Grit bekommen wir leider nicht. Und Trick Room. Mal überlegen. Was tun wir jetzt? Er hat Erdbeben nicht ins Set, was sehr gut ist. Wenn Moramora down ist, geht Alola Knorke durch das Team. Wirklich sehr gut. Wenn der Trick Room, also wenn der Bizarro Raum noch draußen ist. So, jetzt überlegen. Er wird jetzt auf Gyroball oder auf die Z-Steinkante gehen, was ich mir sehr gut vorstellen kann. Wir können auf Inoxi gehen, aber Uxi wird, also selber wird nicht, wird getushot, denke ich, von Moramora. So. Was tun wir also jetzt? Prima Arena opfern. Wird das sein, was wir hier tun können? Oder müssen? Ja, wird wahrscheinlich das sein, was wir hier tun müssen. So, jetzt müssen wir in Uxi gehen und... Und wir gehen jetzt einfach mal schön auf den Trick Room. Ja, somit heben wir den Trick Room auch noch auf, was eigentlich sehr gut ist. Ja, und er kann die Z-Steinkante abfeuern, was er auch tut, die wir natürlich überleben. Nein, warum? So. Ich denke, diesen Kampf haben wir verloren. Ich hätte schon vor der nächsten Runde in Kamerupt gehen sollen. Ja, diesen Kampf haben wir leider verloren. Mensch. Ah. Das ist nicht so gut, aber das war auf jeden Fall ein spannender Kampf. Muss ich wirklich sagen. Und ich denke, sollen wir uns noch einen Kampf suchen? Das ist die Frage. Ja, komm, wir suchen uns noch einen Kampf. Wir haben erst zwei Kämpfe bestritten und von drei Kämpfen will ich in einem Part 2 müssen gewinnen. Armidiffel, Magneton, Hutsasser, Skorgro, Azumarill und Hydreigon, ein Stall-Team. Wir werden mit Uxi leaden und er wird mit Armidiffel leaden, natürlich. Und ja, wir gehen auf die Tarnschöne, er geht auf Fake-Out, Knock-Off, okay, das ist noch viel besser. Wir gehen auf Trick Room und er geht auf Knockoff, okay. Wir gehen auf Memento Mori. So. Wir gehen jetzt einfach in unseren Marowak, gehen auf Flammenblitz. Mit einem. Oder wir gehen auf Schwertanz. Nein, wenn in Ambidiffel drinnen bleibt, traue ich mir das nicht zu. Flammenblitz macht gegen Gleisgor sehr guten Schaden. Wir gehen jetzt auf Shadowbone. Oder wir gehen auf Flammenblitz, denn Trägerfall ist wirklich ein sehr guter Marowak-Counter. Und deshalb gehen wir auf Flammenblitz und nicht auf Shadowbone.
könnte jetzt in Azuril, also in Azumera gehen und somit weiß ich nicht, ob zwei Flammenblitze ausreichen würden. Und er verliert Squagro. Nice. Wirklich sehr gut. Und er wird jetzt in... Welches Pokémon geht? Ach, ich sehe, wir sind wirklich Azumarill anfähig. Also, ja. So, Walbans. Walbans Azurill. Besiegt es unser Alola Marowak. Wir gehen vom Schlimmsten aus, Choicement. Aqua Jet besiegt uns nicht. Geil. Und wir gehen auf Shadowbone nun mal. Vielleicht hat er nichts in KP investiert? Nein. Citrusbeere, er wäre ein Belly Drum Set. Dann ist es ja noch viel besser, dass wir jetzt in Alola Knogga gegangen sind. So, wir gehen jetzt in Corphacrius und gehen auf Trick Room. Ja, das wird, denke ich, sein das Beste, was wir hier tun können. Er geht in Hydreigon. Wir gehen jetzt in Primarina. Und er geht auf Dark Pulse. Okay, so. Wir predikten, dass er rauswechselt und gehen jetzt in Camerupt. Er geht in Magneton. Perfekt, so. Wir haben jetzt zwei Runden. Wir megen uns und gehen auf Earth Power. Wir gehen auf Fire Blast. Er geht in Hydreigon, macht definitiv trotzdem guten Schaden. Ja, ein Two-Shot ist es. Es wäre sogar... Hey, hätte er 100%, wäre es trotzdem ein Two-Shot, was eigentlich sehr cool wäre. Ist. So. So, okay. Er geht in Azumarill, Magneton. Wir gehen auf Fire Blast. Warum geht er in Magneton? Flash Cannon, Crit. Okay, wow. So verlässt du den Magneton. Wow. Wow. Wirklich sehr gut. Hutsasser. Okay, er ist schnell und könnte uns somit einschläfern. So, die Frage ist. Azumarill hat noch 39%. So, wir gehen in Primarina. Er will Sporkin. Ja, habe ich mir schon fast gedacht. Wir gehen jetzt in unser Corphacrius. Und wir gehen jetzt auf... Wir könnten auf Nasty Blood ehrlich gesagt gehen und somit mit Corphacrius sweepen. Aber wir gehen auf Trick Room und wechseln dann in Camerupt raus. Ich denke, das wird das Beste sein, was wir hier tun können. Er geht in Ambidiffel sogar. Okay, so. Wir gehen jetzt in Starker Tacker raus. Er geht vielleicht auf Knockoff und Pursuit. Okay. Interessant. So. Wir gehen jetzt auf die... auf Z-Steinkante, denn er wird jetzt in seine Pilz... oder... Okay, geht in seine Mungus raus. Perfekt, die Z-Steinkante wird es vielleicht killen sogar schon. Ja, fast. So. Durch den Ajax-Button muss der rauswechseln. Was? Wir gehen auf Gyrobal. Wird das Azumarill sicher besiegt? Aquajet macht gar keinen Schaden. Wir bekommen jetzt einen plus 1 Angriffsboost durch einen Bestienboost, was auch wieder sehr gut ist. Und diesen Kampf müssen wir eigentlich in der Tasche haben. Und er gibt auch auf, wir haben 2 von 3 gewonnen. Passt eigentlich. Leute, das war's für diesen Part. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Bis dann. Ciao.